So, alles her. Das ist eine ganz illegale und super Truppe. Und zwar, die nennen sich die Generationen, Morgengenerationen. Da tanzen manche Mütter und Töchter miteinander. Da sind genau stellerweise 30 Jahre dazwischen. Das ist eine super, super Leistung. Wir sind damit bei Gruppe aus dem Sportbereich. Einmal die Sina Post. Dann ist es die Melanie Wendt. Dann ist es die Tanja Jento. Dann ist es die Lydia Spangenborg. Dann ist es die Sarah Spangenborg. Dann ist es die Daniela Graf. Dann ist es die Irene Schero. Dann ist es die Beate Weckemann. Dann ist es die Maria Horker. Dann ist es die Judith Beckermann. Dann ist es die Edgar Bent. Dann ist es noch die Inge Weckemann. Dann ist es noch die Luisa Zimmermann. Und die Erika. Es sind nur dann die auch einstudiert. Da gehören eigentlich immer zwei dazu. Und ich glaube, ohne, die hat immer Musikhebel hier rumgedreht. Das ist einmal die Burgi Pausch und die Luisa Zimmermann. Super Leistung. Ich sage mal, ohne die Gruppe vom Sportverein hätte es mir ganz schön schwierig. Da hätten wir fast keine Tänze. Ich sage fast, vielleicht kommt noch etwas, vielleicht auch wieder. Dort bin ich einfach überrascher. Aber auf der Gruppe machen wir dann ja Kommando 1, Kommando 2, Kommando 3, Rutsch! Super, nochmal Kommando 1, Kommando 2, Kommando 3. Lydia Spangenborg zu mir bitte. Sie ist seit 10 Jahren bei SV Hofer. Lydia, ich darf Sie auch recht herzlich danken. Es ist eine super Leistung, vielen Dank. Und darf Sie natürlich auch unseren schönen Orden bereichern. So, und wenn ihr mit, macht sie vielleicht auch noch eine kleine Zugabe. Aus dem Reich des Bösen.